Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Munich Eye Talk, unsere Fachgespräche für unsere Patienten. Ich sitze heute zusammen mit meiner lieben Kollegin Frau Dr. Nicole Merti-Golsch, Fachärztin für Augenheilkunde, eine sehr erfahrene Fachärztin für Augenheilkunde. Nicole, du leitest bei uns die Fachsprechstunden für das trockene Auge, ein großes Gebiet, ein großer Kapitel. Und wir würden gerne heute ein bisschen reinschauen wollen. Es gibt viele Patienten, die von trockenen Augen geplagt sind, viele, die auch viele Therapien schon ausprobiert haben, noch nicht ihre Therapie gefunden haben und oft auch vielleicht die Ursachen von den trockenen Augen noch nicht so richtig abgeklärt und auf den Grund gegangen ist. Und da würden wir heute natürlich gerne von dir ein bisschen mehr erfahren, wie man das professionell sozusagen angeht. Was ist eigentlich das trockene Auge? Wie äußert sich das? Was sind die Symptome von einem trockenen Auge? Also das trockene Auge ist ein sehr, sehr vielfältiges Problem, was auch viele verschiedene Ursachen haben kann. Und die typischen Anzeichen für ein trockenes Auge sind vor allem brennende Augen bei Bindehautreizungen. Dann auch Jucken, juckende Augenlider, dann auch Druckgefühl auf den Augen und schließlich auch tränende Augen. Ja. Das ist eine ganze Menge an Symptomen. Nicht jeder Patient hat ja wahrscheinlich alles. Der eine hat mehr das eine, der andere hat ein bisschen das andere. Wie näherst du dich mit diesem Problem? Das ist ja sicher auch mit der Zusammensetzung des Tränenfilms zusammenhängend. So ist es. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die tränenden Augen nimmt, da muss ich jetzt ganz kurz ein wenig ausholen und zwar kurz erklären die Zusammensetzung des Tränenfilms, ja, das dazu auch wichtig ist, um zu verstehen, wie kommt es zu den verschiedenen Symptomen. Die vorderste Schicht des Tränenfilms, die äußerste Schicht von diesem dreiphasigen Tränenfilm, ist die sogenannte Lipidschicht. Und wenn diese Lipidschicht fehlt, dann kommt es zu einem tränenden Auge, weil dann die Tränen, die produziert werden, abfließen und nicht durch den Schutzfilm festgehalten werden und auch verdampfen können. Und dadurch entsteht das tränende Auge. Ja. Ich habe mich ja schon oft gefragt, so einen Tränenfilm stellt man sich ja sehr wässrig vor. Wie kann eine stehende Wassersäule überhaupt stehen? Ja, das ist, warum purzelt das nicht immer von Haus aus ab? Und da hast du ja gerade erklärt, diese Lipidschicht, die schließt es sozusagen ab, wie so die Oberfläche eines Sandwiches. Ja. Dann kommt die wässrige Schicht und dann kommt sozusagen die Stärkeschicht, die das Ganze sozusagen an die Augenoberfläche haften lässt. Kann man das Ganze messen, darstellen? Wie kann man das tatsächlich objektivieren, was da fehlt? Das kann man tatsächlich. Also wir haben da neueste Methoden, um das wirklich zu diagnostizieren, wo die Ursache des trockenen Auges und die Ursache für die daraus folgenden Symptome sind. Wir machen ein ganz spezielles Messverfahren, wir nennen das die LACRI-Diagnostik. Unter anderem spielt einen wesentlichen Teil dabei der Lipidfilm, also die äußerste Schicht des Tränenfilms, die wir messen können mit entsprechenden Infrarotverfahren. Und außerdem müssen wir dabei auch berücksichtigen, wo wird der einzelne Tränenfilm gebildet. Zum Beispiel der Lipidfilm wird gebildet von den sogenannten Lidranddrüsen. Mhm. Und auch die können wir in unsere diagnostische Untersuchung mit einbeziehen. Ist ja spannend, weil die Blepharitis, also die Lidrandentzündung, ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem und steckt ja oft hinter so einem trockenen Auge.
Wenn man jetzt nicht so tief in der Materie ist, würde man ja wahrscheinlich nur die Lidrinde anschauen und sagen, na, es ist rot oder nicht rot, wir behandeln das, es ist entzündlich oder nicht entzündlich. Aber du gehst ja nochmal tiefer in die Materie und schaust dir dann nochmal die Strukturen innerhalb des Lides an. So ist es. Und da ist es eben vor allem wichtig, sich diese Lidranddrüsen anzuschauen, diese Maibohm-Drüsen, wie sie genannt werden. Insbesondere haben wir ein Verfahren, die sogenannte Maibographie, mit der wir diese Drüsenausführungsgänge genau messen können, die Anzahl und auch die Zahl der bereits vernarbten Drüsengänge, um damit auch Möglichkeiten dem Patienten anbieten zu können, welche Therapie ist im vorliegenden Fall auch sinnvoll. Mhm. Ja. Also es hat eine direkte Konsequenz, welche Therapie Erfolg verspricht und welche Therapie keinen Erfolg verspricht. So ist es. Das heißt, ja. Es ist nicht so, dass man sozusagen eine Generaltherapie hat und bei dem einen funktioniert es und beim anderen nicht. Also es ist erklärbar. Man kann also sehen, wenn die Maibohm-Drüsen einfach nicht mehr da sind oder vernarbt sind, dann würde man anders therapieren, als wenn man tatsächlich die Maibohm-Drüsen noch vorfindet, die aber nicht mehr aktiv sind. So ist das. Was würde man in so einem Fall tun? Also Maibohm-Drüsen sind noch da, also das Potenzial wäre noch da, das Auge ist aber trotzdem trocken, arbeitet nicht. Kann man die irgendwie aktivieren? Ganz genau so ist es. Die Maibohm-Drüsen sind eben wichtig, wie gesagt, für den fetthaltigen, für den Lipidfilm. Und dort in diesen Drüsen wird der Lipidfilm gebildet. Und es kann nur sein, dass durch entzündliche Vorgänge zum Beispiel das Sekret verdickt ist, dass dadurch auch sich gerne Bakterien ansammeln. Mhm. Und all dieses kann behandelt werden mit einer neuartigen Therapie, die im Prinzip von der Dermatologie, also von den Hautärzten kommt, die dies schon länger anwenden bei entzündlichen Hauterkrankungen, wie zum Beispiel der Rosacea. Mhm. Und wir haben das jetzt quasi übertragen auf die Augenheilkunde und haben damit schon sehr große Erfolge erzielt. Die Rosacea, das kennt man ja, das ist eine sehr, sehr weit verbreitete Geschichte, zu Deutsch die Kupferrose. Die kleine Schwester Kupferrose kennt ja quasi jeder. Und wenn man sich überlegt, dass das trockene Auge fast so verbreitet ist wie die Rosacea oder Kupferrose, dann liegt es ja fast nahe, dass die irgendwie miteinander zu tun haben irgendwie. Und wie sind deine Erfahrungen in der, im Erfolg der Therapie? Also wenn wir jetzt gerade diese Lichtpulstherapie, die IPL ansprechen, wie sind deine Erfahrungen? Wie weit kann man tatsächlich das trockene Auge damit lindern oder geheilen? Also unsere Erfahrungen sind sehr gut. Wir konnten also vielen Patienten schon sehr damit helfen. Diese Lichtpulstherapie geht ja ganz speziell durch Licht verschiedener Wellenlängen in den Bereich, wo entzündliche Gefäße sich neu bilden, die man damit dann veröden kann durch diese Therapie. Gleichzeitig, wie gesagt, ist es auch, um Keime, um Bakterien abzutöten. Und außerdem auch, was auch ein Problem großer Rolle spielt, was wir nicht unterschätzen dürfen, sind sogenannte Milben. Und zwar die sogenannten Demodex-Milben, die aus demselben Bereich wie die Hausstaubmilben stammen. Und auch mit dieser speziellen Lichttherapie behandelt und bekämpft werden können. Also da kann man ja sozusagen Bakterien, Milben dementsprechend reduzieren, diese entzündliche Reaktion, die durch die Gefäße unterhalten wird, reduzieren. Muss ich von Nebenwirkungen ausgehen bei der IPL-Therapie? Worauf muss ich rechnen, wenn ich die Therapie habe, dass da Nebenwirkungen auftreten? Also die IPL-Therapie selbst verursacht keine Nebenwirkungen. Man muss nur direkt nach der Behandlung etwas vorsichtig sein mit UV-Strahlung und sollte sich direkt nach der Behandlung mit einer Sonnenbrille
schützen. Mhm. Aber generell ist diese Behandlung nebenwirkungsfrei. Verändert sich das Hautbild dadurch? Sieht die Haut nachher anders aus? Also insgesamt ist das, weil es ja eine Therapie ist, die auch aus der Dermatologie kommt, mhm, auch für Rötungen, mhm, eben auch Rosacea oder, mhm, Kupferrose, auch sinnvoll, um kleine Besenreißer an der, mhm, Haut, kleine entzündliche Areale der Haut auch gut behandeln zu können. Mhm. Und gleichzeitig kann man auch die Haut straffen damit. Ja? Mhm. Das heißt also auch kleine Fältchen nebenbei, mhm, beseitigen. Was für eine schreckliche Nebenwirkung. Ja. Vielen Dank für das Gesamtbild, das wir heute reinschauen konnten. Es ist sicher viel mehr noch dahinter versteckt an Wissen, an einzelnen Entscheidungswegen, die man natürlich nur individuell treffen kann. Hab viel erfahren. Herzlichen Dank. Ja, nicht zu und danken. Bis zum nächsten Gespräch. Ja. Vielen Dank. Danke.